Hallo und herzlich willkommen, aua, zu meinem Mittwochsvideo. Ich bin aus der Übung, merke ich gerade. Ja, nach fast 3 Wochen, in denen ich ja jetzt mir freigenommen habe, weil ich, wie gesagt, weil nichts Gutes bei den Videos rausgekommen wäre, dachte ich, ich fange jetzt einfach mal wieder an. Und zwar, weil wir ja zum letzten Mal stehen geblieben sind, Gott, das war mir dran. Entschuldigt, da muss ich echt übelst. Wir haben ja eine Dachwohnung und da könnte, also, dass ich überhaupt noch in einem Stück da sitze, ist ein Wunder. Eigentlich bin ich ja bloß noch wie eine Butter in der Sonne. Ja, auf jeden Fall, das letzte Mal stehen geblieben bin ich ja damit, dass ich euch gesagt habe, dass ich jetzt bald Geburtstag habe und dass ich mich nach dem Geburtstag erholen muss und so weiter. Und ja, ich bin noch am Erholen, aber ich dachte, ich fange jetzt halt einfach mal wieder an. Und zwar fangen wir einfach mal an damit, wie mein Geburtstag so war, was sich so verändert hat und so weiter. Ja, also, ich fange jetzt hier an. Andere machen jetzt ein Intro, ich bin zu faul zum Schneiden, also gibt es keine Intros, keine schöne musikalische Überblende, bei mir geht es einfach weiter. Ja, mein Geburtstag war am 24., ich bin 25 geworden und wisst ihr was, lebt damit. Ich mache mein Knie rauf. Sonst sieht ein bisschen komisch aus auf der Kamera. Okay. Das sieht echt voll schräg aus. Das sieht so aus wie so ein Berg. So. Ja. Auf jeden Fall, ich bin 25 geworden und an meinem Geburtstag direkt, also der erste Gratulant war mein Papa. Aber eigentlich war es meine Mom, aber meine Mom war 5 Sekunden zu früh und mein Papa war zur richtigen Zeit, drum zählt meine Mom nicht. Ja, toller Berg, ne Schatz? Ja, was war noch so? Dann, ja, die gehört wirklich zu dir. Richtig erkannt, Schatzi-Bu. Ja, nein, wir knabbern nicht dran. Entschuldigt, ich habe hier... Ey, ich glaub's doch gar nicht. Du bist ja wirklich schlimmer als sonst was. Sag nein. Ja, auf jeden Fall. Du bist ja. Also. Entschuldigt. Ich habe hier gerade ein klein wenig zu kämpfen mit einem kleinen schwarzen Mann, der seine Mama ärgern will. Jetzt ist man sauer. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz. Es tut mir leid. Klein, schwarz, rebellisch, fand irgendwie meine Geschenke genauso gut riechend wie ich. Wenn man zum Thema gut riechen kommt, ja, hätte ich gerade, wenn ich Leo wegbringe, auch mitbringen können, habe es aber jetzt verpeilt. Ich habe auf jeden Fall dieses Jahr ein bisschen Duftöl bekommen, nämlich zum einen Lavendel und zum anderen Zitronella. Und muss sagen, Zitronella hilft echt zu gegen Viecher. Also, wenn ihr eine Viecherplage habt, nehmt Zitronella. Ja, das mache ich immer so ein bisschen in Wasser rein. Das stelle ich dann in mein Zimmer. Und mit dem Verdunsten vom Wasser, was durch die Hitze schnell geht, kommt dann der Duft in die Wohnung. Sehr praktisch. Ja, dann habe ich einer meiner liebsten Lieblingstanten habe ich dieses wunderschöne Sparschweindel gekriegt. Und ich sage mit Absicht Sparschweindel, weil das kommt aus Österreich. Und ich finde das so süß. Und es hat auch schon einen Suppi mega. Also ich zeige euch auch noch den Hintern vom Schweinchen, weil das muss man. Meine Mutter hat da, als ich es geschenkt bekommen habe, einen total schlechten Witz gemacht. Den wiederhole ich jetzt nicht. Ja. Auf jeden Fall, das ist jetzt Leos Leckerli-Sparbüchse. Da schmeiße ich immer jetzt so ein bisschen Geld, wenn ich so beim Einkaufen war und 1 Euro oder so übrig geblieben ist, schmeiße ich den jetzt einfach da rein, damit Leo dann am Ende vom Monat vielleicht ein neues Futter kriegt. Und das heißt, ich muss 12 Mal einkaufen gehen mit je 1 Euro recht, damit Leo Futter kriegt. Daumen drücken, das Motto. Nee, warte, meine Mutter hat mir heute offenbart, dass es 14 Mal ist, weil's Futter jetzt teurer geworden ist. Ja, dann machen wir weiter mit. Ich habe dieses wunderschöne Kochbuch von meinem großen Bruder bekommen und seiner Freundin. Ich finde es total toll und ich habe mich auch schon entschieden, dass ich dieses Rezept als allererstes hier mal mache. Ja. Für alle, die es übrigens, für alle, die auch gerne backen, ich mache es jetzt mal ganz nah ans Bild, dann könnt ihr ein Standbild von diesem, ja, so geht's, von dem Rezept machen. Ha!
So habt ihr nämlich auch was davon. Dann könnt ihr es nämlich auch nachbacken oder vorbacken und mir dann erzählen, wie es ist. Ja, so ein bisschen faul bin ich schon. Ja, und dann habe ich noch von meinen Eltern, dazu gibt es eine kleine Geschichte, vor ein paar Jahren, also wir machen immer unsere Weihnachtskarten selber, und vor ein paar Jahren war es dann so, dass wir dann ein Motiv gesucht haben, da habe ich zu meinen Eltern gesagt, wir müssten irgendwas nehmen, was mit uns zu tun hat. Und seitdem ist es irgendwie so das Logo von unserer Familie geworden. Und meine Mutter und mein Vater, die haben mir daraus jetzt ein Mousepad gemacht. Wo sie hoffentlich wissen, dass ich es nie benutzen werde, weil es ein Heiligtum ist. Also, es ist so mein Mousepad, das ich jetzt von ihnen geschenkt bekommen habe. Und was so lustig dran ist, ist, was man nicht sieht, wir haben uns bei der Aufnahme von dem Bild fast die Pfoten gebrochen. Wirklich, das war unglaublich schwer, dieses Foto aufzunehmen. Das könnt ihr mir glauben. Aber seitdem ist es so unser Familienlogo. Weil es eben unsere drei Hände zusammen sind. Ich finde, das ist ein tolles Zeichen. Und ich fand auch wirklich supiduppi eins meiner absoluten Lieblingsgeschenke. Ja, sonst habe ich zum Geburtstag echt, habe ich so ein bisschen Geld bekommen. Und von einem Teil von dem Geld und einem Teil vom Ersparten habe ich mir noch den Rest meiner Geschenke gekauft. Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit dem Größten an und arbeite mich dann runter. Ich habe mir diesen wunderschönen Pikachu DS gekauft, weil es war Pikachu drauf. Ich kann, das ist wirklich so, meine Mutter hat mich auch gefragt, wozu brauchst du diesen Dinger, was willst du überhaupt mit dem machen? Und dann habe ich so zu ihr geantwortet, weiß nicht, aber da ist Pikachu drauf. Ja, und ich habe den auch schon aufgemacht und habe auch schon mal angefangen so zu benutzen und der ist echt süß. Er ist total cute. Und das habe ich mir jetzt übrigens angewöhnt, seitdem Leo ungefähr einen Monat, ungefähr 4 Monate alt ist, erst seit ein paar Monaten, sag ich ständig zum Leo, er ist so cute. Ja, natürlich passend zu dem DS hier, habe ich mich entschieden, mir noch das Pokémon-Spiel Sonne und Mond. Ich habe mich für Mond entschieden und bei mir gibt es auch eine ganz lustige Geschichte, warum ich immer ein bestimmtes... Also man weiß ja, dass man nicht alle Pokémon in jedem Spiel kaufen kann. Ich glaube es echt nicht. Der Kleine hat mir da echt eine Dulle reingeknabbert. Ich glaube es nicht. Also so ein bisschen frech ist er ja schon. Ja, aber nochmal zurückzukommen. Es gibt ja immer 2 Editionen. Also immer Sonne, Mond, Feuerrot und Blau. Nee, grün war es damals, ein Grasgrün und so weiter. Und Silber und Gold und so weiter. Ihr wisst ja schon. Und ich habe, seitdem ich denken kann, immer eine Edition ausgesucht. Und mein Auswahlkriterium war eine einzige Sache, nämlich, dass man in dem Spiel das Pokémon Entei fangen konnte. Weil ich bin total verrückt nach dem Pokémon Entei. Ich habe es bis jetzt in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal im Pokémon gefangen, geschweige denn zu Gesicht bekommen. Aber nur der Gedanke, dass die Option besteht, ich kann es dann fangen, reicht mir schon völlig aus. Ja, und weil ich eben ein fauler Strick hoch 10 bin und keine Lust habe, ständig rumzuirren und zu wirren, habe ich mir dazu noch das Lösungsbuch gekauft. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe mit Pokémon-Spielen, waren diese Lösungsbücher echt halb so fett. Also wirklich, die Hälfte davon war, glaube ich, das erste, nee, nicht mal die Hälfte, das war unter der Hälfte. Also das erste Pokémon-Lösungsbuch habe ich tatsächlich auch zu Hause, war ungefähr so breit. Also hat sich schon viel getan. Ob es besser dadurch geworden ist oder nicht, das kann ich nicht so unbedingt bestätigen. Und ich muss sagen, im Moment bin ich auch ultra frustriert, weil ich habe schon angefangen, das Pokémon-Spiel zu spielen und ich verliere gerade gegen eine andere Trainerin. Jetzt muss ich mein Olles Flammenmiau oder wie auch immer das heißt, auf Level 20 leveln, damit es eine Chance hat. Unfaire Geschichte und voll die harte Arbeit. Ja, und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, bin ich auch so ein bisschen verrückt nach Pikachu, also konnte ich nicht anders als auch noch das Detektiv Pikachu mir bei Amazon zu kaufen. Er kostet 25. Also bei uns in der Stadt und überall sonst kostet das Teil so um die 30, 40 Euro und bei Amazon kriegst du halt einfach mal für 25. Das habe ich mir gedacht, das ist so in Anführungszeichen ein Schnäppchen, da schlage ich zu. Ja, und dann, wenn ich ja schon mal vor kurzem erzählt habe, dass ich so gern Harvest Moon spiele, habe ich vor kurzem auch ein anderes Video entdeckt von einem anderen YouTuber.
Ich weiß es leider nicht mehr, wie der heißt. Tut mir leid. Ich weiß es auch nicht mehr, wo das. Ja, ich könnte. Ich gucke einfach mal, ob ich das finde und dann werde ich es euch einfach in die Infobox verlinken. Dann habt ihr auch dieses Video und könnt es euch angucken. Auf jeden Fall hat der mir erzählt, dass die Harvest Moon Macher, die das ursprüngliche Spiel gemacht haben, eigentlich Marvelous oder so geheißen haben und dass die aber nicht mehr die Rechte und so weiter haben. Aber der hat es viel besser erklärt als ich jetzt in diesem Kurzding. Und dass es deswegen eigentlich das ursprüngliche Harvest Moon Story of Season heißt. Und da habe ich mir dann halt mal die zwei aktuellen Teile gekauft. Also glaubt mir, es war arschteuer alles zusammen, aber man gönnt sich ja sonst nie was, außer natürlich irgendwelche Festplatten und so weiter. Und davon habe ich ja jetzt eine ganze Weile was, indem ich einfach jetzt so ein paar Monate bis ein paar Jahre Spielspaß habe. Weil glaubt mir, bis ich allein das Pokémon-Spiel durch habe, ist wahrscheinlich ist schon 2019. Und deswegen habe ich da einfach jetzt eine Menge davon und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, dann mache ich das so. Ja, und das waren so jetzt meine Geburtstagsgeschenke. Von meinen Eltern habe ich noch zusätzlich einen Gutschein für eine Reise bekommen, wenn ich dann irgendwann mal bereisen möchte. Was aber bei mir noch ein bisschen länger dauert, bis ich das kann, weil ich möchte Leo nicht so lange alleine lassen, weil er ist halt schon noch mein kleines Baby und er ist so knuffig. Klar ist für mich, dass wenn ich verreise, dass ich auf jeden Fall meinen Daddy mitnehme, weil der ist so klein und so knuffig. Nein, aber weil ich mir selbst noch nicht ganz alleine zu verreisen, das vertraue ich mir noch nicht zu. Ist einfach sowas, wo ich noch so ein bisschen, ja, meine Mom, die will jetzt nicht mehr so weit verreisen und ja, deswegen muss ich meinen Vater dazu nötigen, dass er dann mitkommt. So das Prinzip ist, nötigen, dass er mitkommt, wohin auch immer ich möchte. Also wenn Papa sagt, ich gehe sicher nicht nach Estland, dann könnt ihr davon ausgehen, dass wir nach Estland fahren. Nein, das war ein Scherz. Ich weiß schon ungefähr, wo ich hin möchte. Entweder nach Irland oder nach Schottland. Meinen Ahnen etwas, den Ahnen nachahmen. Und ich möchte auf jeden Fall mal in den irischen oder in den schottischen Gottesdienst gehen. Ich habe gehört, das soll total toll sein. Vor allem, weil die ja sehr viel gläubiger sind als die meisten anderen europäischen Städte. Das sprach sie, während es noch die Italiener gibt. Ja, aber auf jeden Fall ist es ein anderer Bezug. Aber weiß ich nicht, ich könnte auch vielleicht ein. Ja, man muss sehen. Ich muss dann noch überlegen. Ein anderes Reiseziel sind so Frankreich oder eben Italien oder Spanien oder eben Österreich. Nach Wien. Mal so ein bisschen auf den Spuren von Sissi verwandeln. Man weiß es ja nicht. Also ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll. Ich weiß auch noch nicht, wann es irgendwo hingehen soll. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwann verreise. Und jetzt habe ich einen Gutschein dafür. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch so zu meinem Geburtstag so auf die Schnelle erzählen konnte. Was ich noch erzählen kann, ist, was sich verändert hat. Also ich habe mir an meinem 25. für mich persönlich mir versprochen, ich werde jetzt anfangen, mich besser zu schützen vor Sachen, die mir nicht gut tun. Und als dann meine Tante, die ich eben wie gesagt sehr gerne mag, die mich aber auch immer so gerne umarmt, mich dieses Mal umarmen wollte, habe ich das erste Mal einfach den Zettel, den ich gemacht habe, in die Hand gedrückt, auf dem drauf stand, dass ich keine Berührungen mag und zwar von niemandem. Da hat sie gemeint, hat sie mich noch so gefragt, ja, bei mir auch nicht. Und da habe ich so gesagt, ja. Und die zweite Geschichte, auf die ich sehr stolz war, war, sie hat mich dann noch gefragt, ob ich nicht mit ihr was zum, also in den Kaffee gehen möchte. Und bis vor ein paar Monaten hätte ich dann noch gesagt, und hätte dann meine Mutter gesagt, Mami. Aber dieses Mal habe ich gesagt, nein. Einfach klar und deutlich nein, dass ich das nicht möchte. Und die dritte Geschichte war, wo ich auch noch sehr stolz auf mich drauf bin. Meine Mutter wollte dann an meine Kaffeerunde, also es war eine kleinere Kaffeerunde, eigentlich bloß meine Tante, meine Eltern und ich. Und es war so eine Runde, die für mich auch ganz gut ging, weil es eben nicht so viele Leute waren. Und dann wollte meine Mutter noch meinen Bruder und dessen Freundin mit an den Tisch einladen. Und da habe ich zu meiner Mutter auch gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und ja, ich bin ganz stolz darauf, dass ich das so einfach so geschafft habe. Und ich hoffe, dass es jetzt einfach so weitergeht, weil ich möchte von jetzt an nicht mehr dieses es büßen müssen, dass ich nicht früh genug Nein gesagt habe, obwohl ich selbst schon von Anfang an wusste, dass es nichts für mich ist. Und deswegen werde ich jetzt einfach ab jetzt mehr auf mich achten und ich werde auch
mich selbst besser schützen. Das habe ich mir so zum 25. versprochen. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch heute so erzählen konnte. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn so denkt und wie war euer Geburtstag oder was auch immer. Ich freue mich über alles. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Fast hätte ich diesen kleinen Text schon vergessen. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.